Und jetzt mal hinter die Kulissen. Ah. Filmt sie mir jetzt. Damit ich das jetzt anschaulich erklären kann, werde ich jetzt einfach mal kurz einen Beat, also einen klassischen Hip-Hop-Beat. Das sind meistens 4/4-Takte. Also 4 Takte bestehen aus 4 Schlägen, die sich halt immer wieder wiederholen. Dass man mal versucht, die Geschwindigkeit anzugleichen, indem dass es einfach so läuft. Jetzt höre ich was, ja? Jetzt schon. Passt, ich ziehe das nochmal zurück. Und jetzt lassen wir das da lösen und so kannst du. Prinzipiell, jetzt wissen wir, wie sie das arbeitet, wenn man auf die Bühne steht und so DJ macht hat, DJ ist, dann macht sie das genau so auch. Also der Baby Scratch ist halt der Basic Scratch, mit dem eigentlich jeder DJ, der irgendwie was mit Scratchen macht, anfängt. Der Baby Scratch entsteht eben, indem ich die Hand auf der Platte vier und zurück bewege. Deswegen heißt der Baby Scratch, weil er so einfach ist. Das, was man nicht will als DJ. Also das darfst du nicht komisch anmachen. Sondern es ist so eher so, dass die halt tanzen zu einem Beat und plötzlich denken sie sich, hey, es ist ein anderes Lied, aber eigentlich habe ich gar nicht gemerkt, dass was geändert worden ist. Tschüss, Papa!